Hallo, hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Raven Remastered, Leute. Ich hoffe, ihr seid wieder genauso motiviert wie ich hier, dass wir jetzt in dieser Folge hier, ja, dieses wunderschöne Schiff höchstwahrscheinlich betreten werden, denke ich mal, ne? Auch wenn das der liebe Inspektor Legrand nicht so gerne sehen möchte, aber wer sind wir, dass wir auf ihn hören, ne? Also, wir können mal die Aussicht genießen. Optimale Bedingungen für eine Kreuzfahrt. Wir sind auch gerade im schönen Venedig, ne, und haben halt eine Überfahrt nach Kairo, Ägypten geplant. Ägypten? Ach, guck mal, was hier denn noch? Ach so, das ist das. Okay, dann werden wir einfach mal mit dem Dr. Gebhardt nochmal reden. Traut sich der gute Doktor etwa nicht an Bord? Können wir mit dir reden? Ja, natürlich können wir das. Hallo, Dr. Gebhardt. Ja, genau. Ah. Der Held der Stunde. Held der Stunde? Wie kommen Sie denn darauf? Held der Stunde, aber vermutlich bald arbeitslos. Sie werden bald kein Polizist mehr sein? Doch, aber auf meiner alten Wache und damit praktisch arbeitslos. Verstehe. Ah ja, weil wahrscheinlich nichts zu tun ist in der Schweiz oder so. Kennen Sie den Kapitän schon? Mario Di Conti. Schon mal gehört? Sollte ich? In Italien ist er so etwas wie eine Berühmtheit. Ein Kriegsheld. Im Ersten Weltkrieg hat er als junger Mann mehr Schiffe versenkt als jeder andere. Im Zweiten Weltkrieg. Nun ja, er hatte einige persönliche Probleme. Solche, die man in Flaschen und Pillendosen kaufen kann? Mhm. Treffer. Auf jeden Fall konnten sie ihn nicht im Kampf einsetzen. Stattdessen machten sie ihn zum Kommandanten eines Versorgungsschiffes. Und wieder wurde er zum Held. Sein Schiff, Teil eines Konvois von Palermo nach Nordafrika, erreichte als einziges das Ziel. An Bord waren über 100 Seeleute anderer Schiffe, die er gerettet hatte. Beeindruckend. Heutzutage steht es mit seiner Gesundheit nicht zum Besten, um einmal stark zu untertreiben. Ich denke, die meiste Zeit an Bord werde ich mich um seine zahlreichen Beschwerden kümmern müssen. Also solange er das Schiff hier nicht zum Sinken bringt oder so, ist ja alles okay. Wäre nämlich gar nicht so toll. Macht Ihnen Ihr neuer Arbeitsplatz Sorgen? Ganz im Gegenteil. Bisher war ich mir nicht sicher, ob ich die richtige Entscheidung getroffen habe. Immerhin komme ich aus dem Schwarzwald und da gibt es nur Berge, keine Schiffe. Aber jetzt? Die Seeluft, das Ambiente. Ich glaube, nach der ersten Fahrt möchte ich für immer auf dem Meer bleiben. Eieiei. Das Meer ist eine Sache, die Passagiere eine andere. Das wird schon werden. Ja, vor allem die Truller da mit dem Gepäck. Ach, guck mal, die Baronin, wir können sie... Oh, die Baronin, die ist ja auch an Bord, die Truller da, die komische. Was wissen Sie über die Baronin? Nicht das Geringste, fürchte ich. Haben Sie nicht im Tunnel mit ihr gesprochen? Nein, Ihr Butler kümmerte sich um sie und ich hatte alle Hände voll mit Miss Miller zu tun. Wie Sie sich vorstellen können, war es ein Schock für sie, als der brennende Zug mit ihrem Sohn an Bord davonfuhr. Das ist nur verständlich. Wir waren alle so froh, als wir von ihrer Heldentat gehört haben. Tja, dann bleibt mir wohl nichts übrig, als Ihnen eine schöne Reise zu wünschen. Kommen Sie denn nicht mit? Leider nein. Ich soll zurück nach Zürich. Wie schade. Geben Sie auf sich Acht, Dr. Gebhardt. Oh, da fällt mir ein. Die hier haben wir im Tunnel gefunden. Sind das Ihre? Ich befürchte schon. Strophantin. Sie haben Herzprobleme? Hm. Vielleicht ist es doch ganz gut, dass Sie nicht mitkommen. Zu viel Aufregung könnte Ihren Gesundheitszustand verschlechtern. Sie meinen, wenn ich einfach gar nichts mehr tue, habe ich vielleicht noch ein paar Jahre vor mir? So ist richtig. Nur nicht unterkriegen lassen. Ei. Ist ja sehr nett, hör mal. Alles klar. Erstmal da rein. Hallo, das sind hier, wenn du einen Herzinfarkt bekommst, du Troller. Aber wir haben irgendwas Neues aufgeschrieben. Dr. Gebhardt. Ne, das ist, glaube ich, nicht neu, ne? Oder? Dr. Gebhardt sieht seinem neuen Job, seinem neuen Leben erwartungsvoll entgegen. Und der hat mir geraten, alles ruhiger angehen zu lassen. Wenn ich auf mich aufpassen würde, würde mein Herz vielleicht noch ein paar Jahre mitspielen. Aber was wären das für letzte Jahre? Eieiei, hör mal. So, und wer ist... Ach du Scheiße, das ist... Nehmen wir das Gepäck eigentlich mit? Nein. Geh zum Auto der Baronin. Ja, die sieht ja schon sehr lustig aus, die Troller. Ich bin mal gespannt, ey, ob die mit uns spricht. Ach du Scheiße. James? James, wo stecken Sie schon wieder? Hallo, Frau Baronin. Ah, Inspektor. Wachtmeister. Ach, Papalapap, nicht mehr lange. Wenn
sich erst einmal herumspricht, wie sie den Jungen gerettet haben, wird man gar nicht anders können, als sie zum Inspektor zu machen. Sehr freundlich, Frau Baronin. Das wäre natürlich schön. Können Sie ein gutes Wort für mich einlegen? Das wäre sehr nett. Ich hoffe, Sie haben das Abenteuer im Tunnel gut überstanden. Ist das nicht ein Skandal? Man bucht erste Klasse und dann muss man zu Fuß auf den Gleisen herumstolzieren. Und dann wollte man mich in einen Bus verfrachten, ohne Gepäck. Oh. Die Umstände. Sehr traurig. Madame. Ich habe auf eine Limousine bestanden und bin nicht gefahren, bis mein gesamtes Gepäck geborgen war. Boah, die ist schon ein bisschen schrecklich, ne? So ganz dezent. Wussten Sie, dass das echte Auge des Sphinx nicht im Zug war? Ich hatte keine Ahnung. Inspektor Legrand scheint es zu bevorzugen, mich im Dunkeln zu lassen. Dabei bezahle ich für all das hier. Der Inspektor sorgt sich um die Sicherheit des Auges. Zu Recht. Trotzdem waren Sie es, der im Zug die eigentliche Arbeit gemacht hat. Das ist leider wahr. Das stimmt. Ich wünsche Ihnen, dass die Fahrt nach Kairo weniger nervenaufreibend sein wird als der erste Teil der Reise. Kommen Sie denn nicht mit? Ich befürchte, Inspektor Legrand will mich nicht dabei haben. Wo steckt denn dieser verfluchte Butler schon wieder? James, da sind Sie ja. Soll der Inspektor etwa alleine mein Gepäck aufs Schiff tragen? Also eigentlich... Oh! Baronin? Baronin von Trebitz, hören Sie mich. Sie ist ohnmächtig. Nein. Nein. Baronin! Nochmal kräftiger. Hallo. Hören Sie mich? Helfen Sie mir auf. Das vielleicht sollten wir... Sofort! Ich könnte Dr. Gebhardt holen. Nein, kein Arzt. Nur ein kleiner Schwächeanfall. Stützen Sie mich, James. Bringen Sie mich aufs Schiff. Sehr wohl, Madame. Aber was hat sie denn gesehen? Oder hat die nur jetzt so einen Anfall? Das war kein Schwächeanfall. Ja. Sie hat irgendetwas gesehen, das sie erschreckt hat. Oder irgendwen. Sehr interessant. Ihren lang verstorbenen Ehemann. Und dass sie es nicht zugeben will, ist auch sehr merkwürdig. Oh, guck mal hier. Ah. Mhm. Wen oder was hat sie gesehen? Erstmal durchschauen jetzt hier. Bin ich gespannt. Die beiden scheinen nicht bemerkt zu haben, was hier unten passiert ist. An der beißt du dir die Zähne aus. Wie kommt jemand ohne Ticket an Bord? Keine überzeugende Spur, aber die beste, die ich habe. Über den Containerarm hier, ne? Wahrscheinlich. Ja, über den Kran. In jüngeren Jahren hätte ich vielleicht erwogen, mich vom Kran aufs Schiff abzuseilen. Aber diese Zeiten sind eindeutig vorbei. Schade, Schokolade, dass diese Zeiten vorbei sind. Was haben wir denn noch aufgeschrieben hier? Irgendwas ist doch jetzt wieder neu. Bestimmt über die Baronin. Ich glaube, die Tür wurde von innen verschlossen. Bla bla bla. Hey, verstehe ich nicht. Ach so, die Baronin scheint es gewohnt zu sein, im Mittelpunkt zu stehen. Eine anstrengende Person, wie mir scheint. Bla bla bla. Okay. Ja, irgendwie kam da jetzt nichts Neues zu, oder? Warte. Captain Di Conti. Ach, der Captain der Lydia ist laut Dr. Gebhardt eine Art Kriegsheld. Aber mit seiner Gesundheit soll es nicht gut aussehen. Vermutlich hat man ihn auf diesen Posten abgeschoben. Okay. Das wär's, ne? Die verdächtige Kiste, die ich beim Verladen gesehen habe, muss irgendwo im Lagerraum sein. Ist der Rabe darin an Bord gekommen? Eieiei. Eieieiei, also, wir könnten einfach jetzt aufs Schiff gehen und das ist es dann, glaube ich, auch, ne? Ich hatte leider keine Zeit, mich in Venedig umzusehen. Der Papierkram bei den italienischen Kollegen hat den Großteil des Tages in Anspruch genommen. Das ist natürlich doof, ne? So, das müsste es gewesen sein. Ja, es gibt nur noch diese eine Möglichkeit, aufs Schiff zu kommen. Und dann bin ich mal gespannt, ob wir da drauf kommen. Mal schauen. Ich drücke auf jeden Fall die Daumen. Wen haben wir denn da?
Signore... Das ist Wachtmeister Anton Zellner. Signore Zellner! Ich habe von Ihren Heldentaten in den Bergen gehört. Willkommen auf der MS Lydia. Danke. Ich wusste nicht, dass Sie mit auf große Fahrt kommen. Aber ich freue mich. Ich lasse Ihnen sofort eine schöne Kabine fertig machen. Der Wachtmeister wird uns nicht begleiten. Er hat andere Verpflichtungen. Oh, das ist aber schade. Ich hätte so gerne aus erster Hand von Ihren Abenteuern gehört. Reise nach Ägypten, verdächtige Truhe. Reden wir mal über die verdächtige Truhe. Dürfte ich fragen, wie ich zum Frachtraum komme? Oh, es gibt schönere Orte hier an Bord. Ich bin aber am Frachtraum interessiert. Wieso das? Eine der Reisetruhen erscheint mir verdächtig. Jemand könnte sich darin versteckt haben. Sie wollen andeuten, dass sich der genialste und vermutlich reichste Einbrecher Europas in einer Kleidertruhe versteckt, um als blinder Passagier an Bord zu kommen? Ja. Das ist nun wirklich nicht sein Stil. Deswegen ist es ja auch so unwahrscheinlich, dass er dahinter steckt. Und wahrscheinlicher, dass wir es mit einem Trittbrettfahrer zu tun haben. Und zum Stil des Trittbrettfahrers könnte es gehören, alles zu tun, was nötig ist. Zum Beispiel sich in Reisetruhen zu verstecken, wenn man sein Ticket verloren hat. Ach, kommen Sie. Ohne die Hintergründe zu kennen. Ein angemeldeter Gast würde auch ohne Ticket problemlos an Bord kommen können. Ah, okay. Wie meinen Sie das? Man kann eine Fahrt auf der Lydia nicht am Schalter kaufen. Man bucht die Reise im Voraus und sind daher alle Passagiere namentlich bekannt. Solange ein Gast auf der Passagierliste steht, lassen wir ihn mitfahren. Egal, ob er sein Ticket vorzeigen kann oder nicht. Hatte einer der Gäste kein Ticket? Das kann ich Ihnen nicht sagen. Wir fragen nach dem Namen und gleichen ihn mit der Liste ab. Das Ticket ist kaum mehr als ein Andenken für die Passagiere. So viel zu Ihrer Kistentheorie. Ich würde trotz allem jetzt gerne den Frachtraum untersuchen. Also gut, von mir aus. Aber in 10 Minuten sehen wir uns hier wieder. Kapitän Di Conti, ich würde gerne noch 2 eilige Telegramme aufgeben, bevor wir abfahren. Gewiss, Inspektor. Sie finden den Transportraum dort hinten. Durch eine Tür auf dem Vorderdeck könnten Sie ihn betreten. 5 Minuten bevor wir abfahren, wird das Horn 2-mal ertönen. Das ist das Signal für alle Hafenarbeiter, das Schiff zu verlassen. In Ordnung. Aber nicht für uns. Wir gehen nicht vom Schiff. Brücke. Von dort aus können Sie telegrafieren. Wir werden hier bleiben. Mir schwimmen die Fälle davon. Ich muss im Frachtraum etwas finden. Sonst ist meine Kreuzfahrt vorbei, bevor sie begonnen hat. Ja, ich muss was finden, sonst habe ich richtig verkackt im Leben. Sonst können wir nicht mitfahren und bleiben hier in Venedig und verrotten hier anscheinend. Oh Mann. Oh, ist aber sehr dunkel. Man sieht ja absolut nichts. Ich werde der Baronin oder ihrem Butler James das Opernglas zurückgeben, sobald ich Gelegenheit dazu habe. Ich sehe wirklich nichts, Leute. Betrachte... Was? Das längliche Ding. Ich sehe nichts. Ich sehe einfach nichts. Was ist das? Ah, oh, eine Taschenlampe. Ehre. Mega, das ist schon mal sehr, sehr gut. Mal gucken. Geh mal hier hin. Betrachte den Spind. Die 3 linken Spinde scheinen alle abgeschlossen zu sein. Bestimmt von innen abgeschlossen. Die Tür dieses Spinds ist nur angelehnt. Leer. Das ist auch was unten drin. Verstehe ich nicht. Mal schauen. Okay, dann gehen wir einfach mal jetzt hier rum. Wir könnten den jetzt, glaube ich, bestimmt schon verlassen. Aber dann finden wir ja keine Hinweise. Das ist das Cabriolet der jungen Frau. Anscheinend musste es unbedingt mit nach Ägypten. Was auch sonst? Daddy darf zahlen. Daddy darf zahlen. Jo, wahrscheinlich, ey. Sonst ist hier sonst überhaupt noch was? Aha. Betrachte die Truhe. Hallo, kommen Sie da raus? Das Spiel ist aus. Ich werde jetzt die Truhe öffnen. Wow, die ist leer. Weil derjenige schon draußen ist. Hallo? Hallo? Zellner, ey. Hör mal. So, hier können wir noch was machen. Wetten, der Dieb war hier drin. Und der ist einfach jetzt rausgegangen schon. Ich bin mir sicher, dass jemand in der Truhe war. Nur, wo steckt er jetzt?
Im Auto. Im Auto. Oh, bestimmt im Auto, Leute. Ich wette im Auto. Hier. Oder? Nee, doch nicht. Ach, schade, Schokolade. Irgendwie müssen wir das... Irgendwo muss er doch sein. Aber wo ist denn die kleine Sau? Hier können wir auch noch lang. Nee, hier können wir nicht mehr lang. Ich möchte den Frachtraum ehrlich gesagt noch nicht verlassen, weil ich habe Angst, irgendwas zu übersehen. Die Leertasse bringt mir auch. Wir können den gar nicht mehr verlassen, oder? Ach, ach, die Scherben. Oh, habe ich gar nicht gesehen. So klein wie die sind. Die Scherben sind... grün. Puh, ich bin einfach zu schreckhaft. Pass auf! Scheiße, hätte ich das verhindern können? Ein Schuss? Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Nicht sagen, hallo? Komm, wir sind ein Schweizer, wir sind so. Hallo? Ach du Scheiße. Ich hab das jetzt in so einem letzten Augenblick gesehen, dass hinter uns jemand ist. Hätte ich das verhindern können oder so? Das klappt nicht. Dann nehmen wir mal das Messer. Aber wie? Das klappt ja auch nicht so ganz. Toll, hab ich verkackt im Leben. Super. Ich mach alles kaputt hier. Ach du Scheiße, wir haben voll eins über die Rübe gezogen bekommen. Zieh am Tuch. Okay. Ja, okay. Vielleicht jetzt? Nee, also... irgendwie muss ich doch... Kack, die Wand doch an, Alter. Hier ist doch irgendwas. Irgendwas ist hier doch. Hier war irgendwas. Die Kranstadt, da komme ich aber nicht ran, ne? Nee. Da ist die Kiste im Weg. Ah. Warte. Nee, nicht öffne. Kann ich nicht... Hier, da ist doch, hier. Das Ding mit dem Ding. Klappt es? Bestimmt, oder? Ja! Das sollte klappen. Ja, perfekt. Okay. Ach du Scheiße, Leute. Scheuere die Fesseln an der Säge durch. Genau. Oh, gut. Aber verletz dich nicht. Okay. Dann sollten wir jetzt die Kransteuerung benutzen können. Oder? Oh, oh. Und jetzt? Ja gut. Nicht sterben. Bin ich gestorben? Verdammt. Nee. Das sah aber... Boah, ich dachte irgendwie, ich bin tot. Das sah so aus, ob der jetzt so hingefallen ist und einen Genickbruch bekommen hat oder so. Boah, Halleluja. Ich hab jetzt voll Angst. Boah, ich hab... Man will jetzt gerade... Ganz kurz wird mir jetzt gerade schlecht, ne? Ach du Scheiße. Davon wird am besten niemals jemand erfahren. Okay, er läuft von alleine. Dann geh nochmal nach da hinten, bitte. Ach du Scheiße, Leute. Ach du Scheiße, echt. Boah, ich hatte gerade ehrlich Panik, ne? Ich dachte so, Scheiße, Zellner ist tot. Ich kann einen Gang erahnen. Aber man erkennt keine Details. Die Scheibe ist schmutzig und im Gang brennt kein Licht.
Ja, toll. Super. Öffne das Schott. Zu schwach. Das tut sich gar nicht. Die Tür scheint von der anderen Seite verriegelt zu sein. Okay, und hier oben konnte ich was untersuchen. Druckschotts lassen sich auf Schiffen häufig nur von einer Seite öffnen. Wenn ein Raum durch ein Leck voll Wasser läuft, soll kein ertrinkender Matrose das Schott öffnen und damit das ganze Schiff gefährden. Ich bin leider auf der Seite ohne Schließmechanismus. Oh je. Also wenn hier jetzt Wasser kommt, dann sterben wir, oder was? Super, das sind ja perfekte Voraussetzungen hier, um hier zu überleben auf diesem Schiff. Oh, ich hoffe, der kriegt irgendwie kein Herzproblem, Leute. Betrachte das Rohr. Damit haben wir eins über den Deckel bekommen. An der Stange kleben etwas Blut und einige Haare. Von wem wohl? Um die Haare tut es mir besonders leid. Der Rest ist nicht so schlimm, dass da ein bisschen Blut dran ist, weißt du? So, bla bla. Ach, guck mal, das arme Auto, das hat bestimmt auch gelitten. Da müssen wir hier... Betrachte die Stühle. Okay, warum auch immer. Ein Stuhl ist das Letzte, was ich jetzt brauchen kann. Ich habe da hinten in der Ecke schon lange genug gesessen. Ja, das ist wahr. Aber der Rabe oder wer auch immer das war, muss ja stark sein, damit er uns auf dem Stuhl tragen kann und uns da fesseln kann und sowas. Weißt du, also... Wer immer der muss uns ja da hingebracht hat diese Kiste getroffen. Die erste Frage lautet, wollte er sie treffen? Und die zweite Frage, warum? Eieiei, dann schauen wir uns mal an, was er dazu aufgeschrieben hat, der liebe Zellner. Ach, guck mal. Ah, guck mal hier. Der blinde Passagier. Der blinde Passagier. Ach so. Ein blinder Passagier hat sich in einer Klettertruhe an Bord der Lydia geschmuggelt und mich dann niedergeschlagen. Doch wer ist es? Der Rabe? Ein Helfer des Raben oder jemand ganz anderes? Im Frachtraum hat jemand geschossen. Wer auf wen und warum, weiß ich nicht. Hat auf eine Kiste geschossen. Ich vermute, dass das Projektil noch im Holz steckt, doch mit bloßen Fingern kann ich es nicht rausholen. Okay. Nimm das Rohr, vielleicht kriege ich das damit raus. Weiß man ja nicht. Lasst uns das mal ausprobieren. Ich fasse sie auf der Seite mit den Blutspritzern an. Wer das Opfer ist, wissen wir. Wer denn? Kannst du es nochmal erwähnen, wer hier so verkackt hat? Metallrohr mit Blut. Ach, guck mal, jetzt ist hier das Ding... Der Frachtraum scheint auch als Umkleide für die Besatzung zu dienen. Zumindest für den Teil, der seiner Arbeit nicht den weißen Anzügen nachgeht. Weil der spinnt es zu. Der war vorhin offen. So, vielleicht kann ich das ja jetzt hiermit benutzen. Nee, geht irgendwie nicht. Nicht so ganz, wa? Eventuell wollte mich der Schütze einschüchtern. Eine viel effektvollere Warnung kann ich mir nicht vorstellen. Betrachte die... Ah, guck mal, betrachten können wir auch. Es ist zu dunkel, um im Loch etwas zu erkennen. Ich sollte mir das später genauer ansehen. Die Taschenlampe haben wir auch nicht mehr, ne? Schade. Betrachte die Zelle. Eine Arrestzelle für Crewmitglieder. Oder vielleicht auch für randalierende Passagiere. Liegt eine Decke auf jeden Fall drin. So, jetzt haben wir nur noch das nach oben da, den Weg. Und das war's hier unten. Ja, außer das Schott halt. Kann ich vielleicht die Scheibe mit dem Rohr einschlagen oder so? Das will ich jetzt eben nochmal ausprobieren. Druckschotts lassen Sie, wenn ich bin... So, warte, lass mich das bitte ausprobieren. Selbst mit Hebelkraft tut sich da überhaupt nichts. Schade, Schokolade, aber... Nun gut, Leute, bevor wir jetzt hochgehen und wahrscheinlich Legrand und Co. berichten, was hier unten passiert ist, werde ich mich von euch verabschieden, wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.